Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Herzlich willkommen zu einem anderen Format. Servus Leute. Hier bei mir auf dem Kanal. Und zwar haben der liebe Paul Unterleitner und ich uns gedacht, wir machen heute einen kleinen Beziehungstest. Wie gut kennen der Paul und ich uns wirklich? Und zwar werden wir das testen in einer Wer würde er oder entweder oder Fragerunde und das unabhängig getrennt voneinander beantworten. Liebe Computerstimme, let the games begin. Wer würde er beim Masturbieren erwischt werden? Ich denke mal eher Paul. Ich bin da sehr vorsichtig. Moment, nein, ich onaniere ja nicht. Ich, weil bei mir sind auf jeden Fall mehr Leute im Haushalt. Ich habe eine Frau und Paul ist Single und deswegen, außerdem wohnen bei dem 4-5 Leute im Haus und kann halt passieren, wenn der Bruder mal ins Zimmer kommt oder so und nicht anklopft, dann passiert sowas halt mal. Ich denke mal, Johannes denkt auch ähnlich, weil erstens Johannes wahrscheinlich keinen Grund hat zu masturbieren, weil er hat eine Frau zu Hause. Also bei mir ist es ziemlich wahrscheinlich, dass bei mir mal wer reinplatzen könnte, aber zum Glück klopfen wir mir die meisten Leute immer an. Wer würde sich eher beschweren, wenn jemand am Tisch nicht auf isst? Ja, ich auf jeden Fall, natürlich. Also ich glaube, Paul würde auch sagen, dass ich mich eher aufrege, weil ich hasse es, wenn nicht aufgegessen wird. Also mir ist es grundsätzlich ziemlich egal, wenn jemand neben mir nicht auf ist. Deshalb sage ich auf jeden Fall, Johannes, also isst du das noch? Ja, dann hau rein. Oder auch in meine Wettkampf-Cheats habe ich ja viel an Johannes weitergeschoben. Aber das Problem ist, von uns beiden isst ja jeder immer auf. Ich kann kein Essen stehen lassen und ich glaube, Paul kennt mich auch so gut, dass er sagen würde, ich würde mich aufregen. Ja. Mittlerweile zumindest ist es so, dass ich aufhöre zu essen, wenn ich voll bin, zumindest meistens. Oder sicherlich unbedingt die Reste von anderen aufessen muss, vor allem weil ich auch kein Fleisch esse derzeit. Deshalb, wenn jetzt Fleisch übrig bleibt, esse ich sowieso nicht. Und bei anderen Speisen kann ich mich meistens auch ganz gut zurückhalten. Deshalb auf jeden Fall Johannes. Wer hält länger im Bett durch? Na, Paul. Also, wenn man jetzt mal von grundlegender Ausdauer sprechen würde, würde ich sagen, ich. Also körperlich würde ich auf jeden Fall länger durchhalten, ohne extremes Schwitzen zu kommen. Aber was Technik angeht und wahrscheinlich Erfahrung, denke ich mal Johannes. Also ich sage einfach mal, Johannes hat er wahrscheinlich in seinem Leben deutlich mehr flachgelegt als ich. Also denke ich mal Johannes. Paul ist halt auch 30 Kilo leichter und auch fitter und jünger. Ich befürchte, der Punkt geht an Paul. Ich glaube, er wird auch sich selber nehmen. Obwohl es ja alles eine Frage der Intensität. Ne? Vielleicht, wenn ich ein bisschen das Ganze drossle, könnte ich das Ganze noch quasi in die Länge strecken, so immer so etappenweise. Bisschen Intervalltraining. Wer würde er bei Mitten im Leben mitspielen? Ich habe nämlich tatsächlich schon mal Mitten im Leben mitgespielt. Das ist schwierige Sache, da könnte man sagen, entweder ich oder er. Also da ist echt Zwiespalt, da könnte man nur raten. Ich denke mal, Johannes würde auf jeden Fall auf mich tippen. Ich weiß, das wissen viele nicht. Und zwar war ich Harry44, immer ein ehemaliger Knacki. Ist wirklich kein Witz. Ich habe leider keine Aufnahmen mehr, aber ich habe tatsächlich schon mitgespielt. Es ist wirklich wahr. Aber ich glaube, Paul wird sich nehmen. Aber ich denke tatsächlich eher, dass auch wahrscheinlich ich eher mitspielen würde. Also ich denke mal, Johannes hat auch auf mich getippt. Und ich glaube, dass ich eher mitspielen würde, einfach weil ich es nicht zu ernst nehme, weil ich mich gerne zeige, weil ich gerne über mich selber lache. Also für mich wäre es, denke ich mal, kein Problem, mich dabei mitten im Leben zu zeigen, weil ich es einfach lustig fände. Und ich habe versucht, damals irgendeinen Jugendlichen zu bekehren. So. Ich habe gesagt, du darfst das nicht mehr machen, sonst kommst du auch ins Gefängnis. Das war wirklich schlimm. Und der Typ, der mitgespielt hat, der hat den Knastwärter gespielt und der war wirklich ein Knastwärter. Ist wirklich wahr. In so einer ollen, muchtigen Kneipe, wo geraucht wurde, ist jetzt locker schon 10 Jahre her. Richtig old. Gab auch richtig wenig Kohle, aber ich war jung und brauchte das Geld. Damals war ich doch nicht so fame. Nie mehr Nahrung zu sich nehmen müssen und nicht mehr auf die Toilette gehen oder nie mehr atmen und nie mehr schlafen müssen? Also ich nehme auf jeden Fall, ich meine, wenn man nicht mehr schlafen muss, dann kann man so viel Zeit sparen, das wäre einfach mega. Ne, gut, essen. Okay, also ich denke, da sind Johannes und ich uns definitiv einig, nachdem wir beide richtig gerne essen und auch gerne aufs Klo gehen oder das zumindest hinnehmen, danach aufs Klo zu gehen. Entscheide ich mich für die erste Variante, nie wieder atmen und nie wieder schlafen müssen. Ich glaube, Johannes hat sich für dieselbe Antwort entschieden. Alles andere würde mich sehr wundern, vor allem weil Johannes sowieso meistens scheiße schläft. Das heißt, das wäre auf jeden Fall eine gute Variante. Wer würde sich eher eine Woche lang nicht waschen? Auch schwierige Sache. Ich denke, wir sind beide ziemlich hygienisch. Aber ich glaube, dass Johannes eher der Stinker ist als ich. Und ich eher damit leben könnte, mich jetzt eine Woche lang nicht zu duschen.
Das heißt, ich würde mal auf mich tippen, dass ich eher damit leben könnte, eine Woche lang nicht zu duschen. Also wenn ich jetzt gar keinen Sport machen würde, würde ich mich wahrscheinlich auch seltener duschen, als nicht unbedingt jeden Tag das Bedürfnis zu haben, zu duschen, weil ich einfach jetzt nicht von Natur aus viel stinke. Deshalb, ich würde mal auf mich tippen und ich denke, Johannes, sieht's ähnlich. Puh, eine Woche ist ganz schön straff. Also eine Woche habe ich auch noch nie geschafft, glaube ich. Also nicht wissentlich. Wen nimmt Paul? Nimmt er sich oder mich? Also als Sportler ist man ja immer sehr auf Hygiene bedacht. So, also sollte man auch machen, wenn man kein Sportler ist. Ich glaube, dann nehme ich lieber Paul. Ich glaube Paul, weil Paul schwitzt auch nicht so wie ich. Deswegen wird Paul auch sich nehmen. Also gehe ich von aus. Ja, ich schwitze halt viel mehr. Aber mein Deodorant ist wesentlich besser. Also Paul nimmt dich und ich nehme auch Paul. Wer würde sich eher spontan nackt ausziehen? Wir sind ja doch beide sehr exhibitionistisch veranlagt. Ja, das ist echt schwer. Na, denn ich glaube, dann nehme ich mich. Ich glaube, ich nehme mich, weil ich bin, es ist mir so egal. Vor allen Dingen als Wettkampf-Bodybuilder ist dir egal. Dann lässt du den Bimbam auch mal baumeln oder so. Aber Paul ist auch sehr freizügig so. Der macht doch einfach einen Propeller irgendwo random. Ich glaube, Paul nimmt mich und ich nehme mich auch. Ich bin so gespannt, was am Ende mehr rauskommt. Ohne Witz, das macht richtig Spaß. Also mit Nacktheit haben wir beide wenige Probleme. Das wissen wir schon mal. Und haben uns auch schon gegenseitig nackt ausgezogen, kann man sagen. Also beim Wettkampf haben wir da schon einiges gesehen. Aber spontan, ja, kommt auf die Situation an. Ich denke aber eher Johannes. Also Johannes hat wahrscheinlich noch mal weniger Schamgefühl als ich. Wer schafft mehr Bizeps-Curls? Paul. Und Paul nimmt auch sich. Also das ist ganz klare Geschichte, der gehört mit 40er Kurzhanteln. Der Typ ist ein Mutant, hat ja auch dickere Arme als ich, also von daher ist ganz klar Paul. Kommt natürlich darauf an, mit welchem Gewicht, aber ich denke noch immer, dass Johannes eigentlich so ziemlich in jeder Übung stärker ist als ich. Was natürlich auch seinem höheren Körpergewicht, der höheren Trainingserfahrung zustande gekommen ist. Und deshalb denke ich mal, dass Johannes trotzdem noch stärker im Bizeps Curls ist, leider. Wer würde er bei einem romantischen Film heulen? Ich definitiv und Paul wird so 100% auch mich nehmen. Der Paul ist nicht so eine Heulsuse. Paul, müsst ihr mal drauf achten, Paul lacht immer, wenn er emotional wird. Der lacht das dann immer weg. Der schmunzelt und lächelt dann ganz niedlich. Eine sehr, sehr, ja, niedliche Eigenschaft von dem Paul. Ja. Achtet mal drauf. Da spreche ich ganz klar für Johannes. Ich denke, Johannes sieht das auch ähnlich, dass er auf sich getippt hat. Also bei dem Film habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben geheult. Ich bin generell eher einer, der seltener Gefühle zeigt. Johannes ist da eher der emotionale Mensch, wie man vielleicht bei einigen von meinen Wettkämpfen gesehen hat, dass da mal schnell eine Träne rauskollern könnte. Und ich denke, bei Dirty Dancing hat es ihn auch schon mal öfter mitgenommen. Also ich tippe hier auf jeden Fall auf Johannes und ich denke, er sieht das Ganze genauso. Wer würde er lebenslang auf Pizza oder auf Nudeln verzichten? Ich. Ich nehme mich. Und Paul nimmt auch mich, weil Paul ist Pizza-Fan und auch Nudel-Fan. Ich bin so gespannt, wie viele Matches wir haben, Mann. Ohne Witz, das macht richtig Spaß. Das ist richtig geil. Warum haben wir das nicht schon öfter gemacht? Also Pizza und Nudeln, definitiv Johannes. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich Johannes schon Pizza und Nudeln essen gesehen habe. Aber ich glaube, vielleicht einmal in meinem Leben oder zweimal hat Johannes eine Pizza gegessen, wie ich dabei war. Und bei mir kommen Nudeln bzw. Pizza eigentlich schon fast wöchentlich dran. Nudeln eigentlich fast schon täglich bzw. Gnocchi. Also Johannes könnte definitiv leichter auf Pizza und Nudeln verzichten als ich. Wer würde er in der Öffentlichkeit furzen und rülpsen? Also ich denke, wir stehen uns in beiden nichts nach, aber das ist definitiv Paul. Paul rülpst ja sogar in seinen eigenen Videos und er macht sich gar keine Platte. Es ist überhaupt kein Vorbild für die Jugend, das finde ich unmöglich. Das ist schon wie Markus Rühl. Also definitiv nehme ich Paul. Paul nimmt auch sich, ganz klar. Ich denke, ich. Also Johannes ist ja ein gestandener, erwachsener Mann, kann man sagen. Ich noch in meinen jugendlichen Zeiten würde auf jeden Fall eher rülpsen und furzen, vor allem vor Leuten, die ich kenne. Vor Fremden, ja, rülpsen kann man machen, aber furzen würde ich mich trotzdem zurückhalten, weil ich denke trotzdem, dass der Punkt eher so an mich geht und dass es Johannes auch ähnlich sieht. Ich denke, furzen tut Johannes eigentlich fast nie, vor anderen, muss ich echt zugeben. Also da hält er sich ziemlich gut zurück. Ich habe ihn erst selten furzen erwischt, aber bei mir kann schon mal der eine oder andere rausgedrückt werden. Deshalb denke ich mal, das geht an mich. Also Leute, ich bin richtig traurig, dass es jetzt schon vorbei ist. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt war. Für mich waren es gefühlt 5 Minuten. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, dann zeigt es mit euren Daumen. Schreibt es in die Kommentare, verdammt nochmal. Abonniert den Paul Unterleitner.
Und gerne schreibt doch in die Kommentare andere Entweder-Oder-Fragen. Also das wäre auf jeden Fall cool, weil da machen wir halt einfach noch ein Video dazu. Würde mich riesig freuen. Ansonsten gerne auch einfach bei Instagram schreiben, wenn ihr geile Ideen habt. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.